Ladies and Gentlemen, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und damit hallo und herzlichst willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Prison Architect in der Staffel Nummer 6, Folge Nummer 104 am Freitag. Einen wunderschönen Start ins Wochenende erstmal. Wir beginnen unseren wunderschönen Start ins Wochenende damit, dass wir unsere Katastrophe hier oben erstmal in den Griff kriegen müssen. Leider Gottes, wir waren ja schon seit einiger Zeit nicht mehr hier in der Werkstatt, aber wie ihr vielleicht festgestellt haben werdet, ist die Werkstatt wieder mal überfüllt worden mit Holz. Wir haben ja Gott sei Dank jetzt die nächste große Baumschule außer Betrieb gesetzt. Das heißt, die dürfen jetzt erstmal so ein bisschen was zu tun haben mit der Abarbeitung davon. Wie gesagt, die eine ist außer Betrieb, die hier vorne. Und ansonsten, wir sind hier oben mit zugange. Und ich dachte mir mal gerade eben aus purer Langeweile, weißt du was, wir fangen schon mal mit weiteren Spaßbauten an hier vorne sozusagen. Diese Spaßbauten, die ich hier gerade angesprochen habe, die beschränken sich in erster Linie mal auf den Stein, den wir jetzt hier vorne in die Walachei klatschen. Weil, warum nicht? Und ich finde es ehrlich gesagt gerade eine sehr angenehme Sache, schon mal so ein bisschen Fortschritt in diese Dinge reinzukriegen. Weil bis jetzt haben wir ja eher uns auf das Innenleben beschränkt. Ich für meinen Teil bin, wie gesagt, gerade ein ganz großer Freund davon, wenn wir hier so die Außenanlagen auch schon mal mit fertig machen. Weil wir bauen jetzt gerade außen die Fenster an und da ist es irgendwie verdammt praktisch, wenn wir den ganzen anderen Blödsinn gleich mal mitmachen. Ne? Das spart uns schon mal so ein bisschen Arbeit. Hier vorne nämlich zum Beispiel auch. Dann ist der ganze Grasschnitt schon mal fertig. Das spart unglaublich Arbeit. Wenn er schon mal fertig ist, ist weg. Ne? Da müssen wir gleich nicht später nochmal drüber nachdenken. Wir haben ja jetzt schon recht viel Arbeit innen drin sozusagen, ich sag mal, in Auftrag gegeben oder in Auftrag gehabt. Da ist es schon recht praktisch, wenn man hier so ein bisschen die Außenarbeiten fertig kriegt. Ansonsten geht es hier vorne in die Richtung weiter, logischerweise mit der Pflasterlegierung. Ich sag mal, bis dahin können wir ziehen. Dieser Wachturm, der kommt da ja gleich weg, beziehungsweise der kommt dann da weg, wenn die Zeit dazu da ist. Ansonsten wird in der Kapelle gerade gearbeitet, es wird in jedem Bereich gearbeitet. Wir haben viel zu viel Baustellen eigentlich gerade gleichzeitig. Hier unten entsteht langsam aber sicher der nächste Bereich. Hier wird jetzt gleich auch der Warmwasserboiler eingebracht. Da kommt er gerade schon. Die Tür steht standardmäßig auf offen. Wenn der Warmwasserboiler eingebracht wird, dann können hier vorne gleich auch jemand ein Kabel abreißen. Ich finde es ganz gut, dass wir den Personalraum schon hier hingesetzt haben, weil dann hat sich jemand schon mal direkt die Mühe machen, da direkt auch Pause zu machen, was schon mal sehr viel Arbeit spart. Und wie gesagt, Laden muss eingebaut werden, alles muss eingebaut werden. Es ist ein riesen Arbeitsaufwand sozusagen, das hier fertig zu bekommen. Wir bauen auch mal gerade eben diesen Blödsinn hier fertig, genauso wie diese Ladenvorfront. Das sind nämlich 4 Stück und dann kann man eigentlich sagen, ist alles im Großen und Ganzen fertig. Ladenvorfront, die sind hier vorne, genau, das heißt, da kommen 4 Stück hin. Und dann können wir eigentlich auch schon sagen, setzen wir uns schon mal damit auseinander, hier dieses Ding in die Walachei zu setzen, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir hier irgendwann mal diesen Zugang in jede Richtung schon mal bauen. Ne? Ihr kennt das ja mittlerweile. Ich glaube, hier vorne weiß ich gar nicht mehr, wie der hier hinten geendet ist. Wie haben wir den enden lassen? Ach, der geht hier vorne runter und dann nur noch nach da. Okay, weil das ist ja offiziell kein Weg für Gefangene, sage ich jetzt mal. Das heißt, von da angehend geht er nach da. Dann haben wir nämlich auch hier schon mal diese ganze komische, komplizierte Kacke auch fertig. Also es dürfte von daher kein großes Problem mehr werden. Nächster Schritt. Rausfinden, in welche Richtung diese Tür aufgeht. Nach unten, genauso wie die Tür von der Wäscherei. Also geht hier vorne beides nach oben auf. Ist ja logisch, ne? Da, die geht nämlich auch nach oben auf. Dann kommen hier Lampen rein, was ja schon mal sehr schön ist. Danach kommen hier weiße Fliesen rein, weil das ist eine Wäscherei. Danach kommen hier vorne Keramikfliesen rein, die sind noch im Bau. Dann kommen hier Keramikfliesen rein. Dann kommt dort ein sogenannter Generator rein. Dann kommen daneben logischerweise wieder Kondensatoren. Wir haben ganz schön viele Generatoren in diesem Stromtrakt drin. Aber das ist ja auch in Ordnung. So, wenn der dann steht, dann müssen wir uns mit dem komplizierten Ding Dusche irgendwann auseinandersetzen. Worauf ich mal so 0,0% Bock habe gerade. Aber was ja Gott sei Dank noch ein bisschen in weiter Ferne steht. Was wir jetzt erstmal machen müssen oder können, und das ist wunderschön, ist die Küche, so wie die jetzt ist, einfach kopieren. Weil das spart uns ganz, ganz viel Arbeit. Gesundheit. So, und dann machen wir das hier unten nochmal. Das ist also recht fix erledigt. Und dann haben wir die Küche hier oben auch schon mal fertig und können uns mit der Elektroinstallation von der Küche beschäftigen. Ich hatte hier vorne, glaube ich, Fenster eingebaut. Ich weiß nicht, welche das waren. Ich glaube, das war da ein großes Fenster und da ein großes Fenster. Viel mehr dürfte es in der Küche eigentlich auch nicht zu beachten geben. Ne? Ihr seht schon, es wird alles eingebaut. Es fehlt noch da noch so ein Sofa. Da fehlt noch so ein bisschen was. Hier fehlen noch Gebetsteppiche.
Wie gesagt, Stromversorgung ist noch so ein Thema, das wird später drankommen, wenn das denn jetzt hier irgendwann in 150 Jahren alles mal fertig ist. Wir werden sogar zuerst die Heizung bauen, dann das Kaltwasser und dann die Stromleitung drüber ziehen. Die Kapelle ist tatsächlich fertig, sehe ich gerade. Hier ist alles fertig im Großen und Ganzen. Das heißt, heute Nacht wird der Generator noch verlegt, was dann natürlich eine große Aufgabe werden wird. Und dann haben wir das eigentlich im Großen und Ganzen. Hier haben wir doch bestimmt noch irgendwo eine Lampe hingesetzt. Genau da auf diese Ebene. Ich wollte schon sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass da keine Lampen mehr waren. Die Küche wird ja dann eingebaut gerade. Das ist die nächste Baustelle. Das kennt ihr ja schon. Und dann können wir hier vorne eigentlich auch die Wäscherei sozusagen kopieren. Wir können diese Bügelbretter sowieso nicht drehen. Das heißt, wir können die einfach 1:1 genauso kopieren, wie die jetzt sind. Das heißt, wir nehmen einmal das, ne, inklusive der Beleuchtung. Und klatschen das im Grunde genommen. Das ist so Billo, das können wir auch eigentlich selber machen. Was soll das denn? Also, Wäscherei, wo bist du? Da. Ich hätte gerne, dass da und da eine Lampe hinkommt. Genau da und da und da und da eine Lampe hinkommt. Ist das richtig? Ja, ne? Wir haben, genau. Und dann kommen da halt jetzt die üblichen Sachen. Ich hätte hier unten ganz gerne nochmal ein paar Wäschekörbe mehr übrigens. Wenn irgendeiner gerade Zeit hat. Ich meine, klar, wir sind in der Großbaustelle, aber. Kein Kommentar dazu. Ich hätte ganz gerne hier oben einmal das Ding auch als Wäscherei ausgewiesen. Das wäre ganz cool. Das heißt, das hier ist Wäscherei. Jawohl, ja. Und dann können wir jetzt hier vorne einfach mal sagen 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und dann können wir da oben sagen Gesundheit. So, und dann können wir dazwischen sagen Wäschekörbe. Ohne Ende Wäschekörbe. Wäschekörbe sind immer gut. Gut, das von der Grundsätzlichkeit her ist auch schon mal in Ordnung. Und dann können wir hier vorne gucken, haben die eine Heizung da reingekriegt? Ich dachte schon. Also ich denke, war mir klar, dass die eigentlich keine kriegen. Das wäre schon sehr, sehr absurd geworden. Gucken wir mal eben nochmal, ob wir auch alles mitgenommen haben. Jawohl, der Laden, der wächst auch über sich hinaus sozusagen. Und jetzt stellt sich die Frage, wo wir da die Tür hingesetzt haben. Achso, das ist gar keine Tür. Das heißt, da kommt ein normaler Durchgang rein. Okay, das kann ich noch verstehen. Aber gleichzeitig, wisst ihr was? Können wir auch erstmal diesen Klotz hier kopieren. Kommt der auf die Seite eigentlich? Ja, ne? Der kommt dahin. Da. Da kommt er hin. Genau da. Das ist jetzt natürlich recht lustig, weil hier vorne natürlich die Wand jetzt wieder runter geht. Und das Ding hier hinterher geteilt sein wird, ne? Ihr seht das ja schon. Es wird interessant. Also wir müssten jetzt vom Abstand her, müssten wir auf 22 Meter weg sein vom Ziel. Und das sieht gut aus. Also... Ne, sind wir auf 22 Meter? Hallo? Ich verplane mich doch hier wohl nicht. Wir dürften eigentlich auf 22 Meter sein. Habe ich die 22 Meter denn richtig berechnet? Also, ohne inklusive... Ja, genau, 21 Meter. Ich wollte schon sagen, hallo? Was soll das denn werden? Ansonsten können wir mal eben hier unten diesen Käse kopieren. Das sind ja nur die zwei wunderschönen Metalldetektoren, die wir da hinsetzen können. Die kommen dann dahin, glaube ich, in der Reihenfolge. Ja, das wird richtig sein. Dann kommt da auch irgendwo nochmal eine Wand hin, beziehungsweise hier kommen erstmal Keramikfliesen hin, da bin ich mir ziemlich sicher. Hier kommen welche hin und in die Mitte kommt eine Lampe, das weiß ich. Alles andere müssen wir uns mal gerade eben aus den Ärmeln saugen. Das heißt, wir gehen jetzt mal wieder in die Etage tiefer und schauen mal ganz fix. Da kommt eine Wand hin und dann fangen da die Duschen an, genau. Und da kommen dann halt die Dinger hin. Okay, auf Höhe der Metalldetektoren, das dürften wir ja hinkriegen. Das heißt, da kommt noch einmal... Weiß ich natürlich nicht, ob da Keramikfliese hinkommt oder nicht. Erstmal brauchen wir eine große Gefängnistür. Dann brauchen wir da auch hier eine offizielle Ausweisung als Duschraum, wenn ich den denn wiederfinden würde hier. Da ist Dusche. Du bist Dusche. So, und dann brauche ich hier unten halt jetzt die Überlegung, was ist das da eigentlich? Ist das Keramikfliese oder kann das weg? Ich glaube, das sind die weißen Fliesen, die wir da hinsetzen. Den Duschraum zu kopieren, das wird, glaube ich, die größte Kacke werden. Nee, eigentlich nicht. Den können wir ja genauso kopieren, wie er jetzt da steht. Abgesehen von dem hier oben. Okay, dann ist das fertig. Kein Kommentar dazu. Habe ich nichts gesagt. Alles wunderbar. Da kommen weiße Fliesen hin. Da brauchen wir nicht drüber reden. Und dann geht's los hier unten mit 1 und 2. Dazwischen kommen auch weiße Fliesen. So, und dann ist der Rest davon eigentlich nur noch Aufgabe des zuständigen Problems da unten. Wir brauchen den Abfluss, der kommt dahin und dann müssen wir uns mal eben abmessen, wo hier unten die Tür hinkommt. Beziehungsweise eigentlich brauchen wir das nicht, wir können das auch einfach kopieren. Scheiß doch der Hund drauf. Einmal das ganze Innenleben da, nach oben kopieren. Sieht dann so aus. Dann wissen wir auch schon, wo ein großes Fenster hin muss. Nämlich nach da und dann wissen wir auch schon, wo eine große Gefängnistür hinkommt. Nämlich da. Dann ist das schon mal fertig. Auch das kann schon eingebaut werden. Und wenn wir das dann von hier unten nehmen, dann können wir von daneben auch bis dahin ziehen. Da ist nämlich nichts Unsymmetrisches dran. Gott sei Dank haben wir uns da so Gedanken drum gemacht.
Und dann sieht das ganze Ding so aus, was keinen Sinn macht, weil ich wieder alles völlig falsch geplant habe. Ah! Ich und meine Intelligenz, was das angeht. Also ich glaube, wenn ihr das in eurem Leben erlebt, dass ich das mit dem Kopieren einmal hinkriege ohne Probleme, dann ist ein besonderer Tag eingetreten. So, Autospeicherung ist auch wieder zugange, es ist wunderbar. Und wir nehmen natürlich jetzt von hier hinten auch gleich mal wieder den ganzen Käse mit. Dürfte ja jetzt eigentlich richtig sein, inklusive der Wand, ganz wichtig. Oh, es war wieder einer zu wenig. Verdammte Axt, wir wollen da schon alles mitnehmen. So, nein, alles, alles, alles was geht. Ich muss ja nur richtig setzen. Und das richtig setzen, das kommt dahin. So, jetzt haben wir es aber. Meine Güte, das war aber auch ein Krampf jetzt. Wir bauen hier oben die große dahin und da große Gefängnistür. Ja, und dann ist hier fertig. Dann kommt da weiße Fliese hin und dann ist gut. Wunderbar. Hier vorne fehlt natürlich jetzt mal wieder dieses eine Ding, was ich gerade versehentlich abgerissen habe. Da kommt natürlich auch wieder die weiße Fliese hin. Und das ist natürlich auch alles Dusche. Ne? Da brauchen wir nicht drüber reden. Ich weiß nicht, wie weit die Duschausweisung da unten geht. Inwieweit die... Genau, die endet auch an der Grenze, das ist schon mal gut, ne? Da oben endet sie auch an der Grenze, also an der Grenze von der Tür, genau, und dann ist alles fertig. Sehr gut, also ich bin quasi begeistert. Ach, hier vorne fehlt auch nochmal so ein Stückchen weiße Fliese, das ist immer ärgerlich, wenn man sowas übersieht. Ja, ansonsten wird das jetzt erstmal alles eingebaut. Wir sind zugange, was das angeht. Und das heißt, hier vorne können Marmorfliesen auch schon mal ein paar Meter weitergezogen werden. Die gehen dann natürlich hier vorne auch drauf. Und dann müssen wir natürlich eben einmal gucken, dass wir hier... Ja, der Rest ist einfach nur Keramikfliese. Okay, alles klar. Das ist macht die Sache natürlich einfacher. Ja, das heißt, hier ist einmal Keramikfliese bis dahin und da ist einmal Keramikfliese bis dahin. Keine Ahnung. Einmal bauen bitte, dann ist alles wunderbar. Wie gesagt, das hier wird ja dann die sogenannte Kantine werden, die dann mal fertig wird und dann, ja... Oh, ist das viel zu tun, ey. Das ist eine riesen Baustelle. In meinem ganzen Leben noch nie so eine Baustelle gesehen. So, da die Tür ist schon mal drin. Hier ist jetzt offiziell auch endlich mal ein Eingang drin. Das heißt, da können jetzt Leute auch reingehen, was hilfreich ist, wenn man das erreichen möchte. So, die Tür könnte auch schon mal einer einbauen, aber vermutlich ist die noch gar nicht da. Was machst du da? Warum stehst du da? Ja, ihr seht schon, das Ganze ist an sich ein recht kompliziertes Konstrukt. Wenn wir uns das jetzt hier mal angucken, dann müssen wir feststellen, dass wir nach 9 Metern, genau, nach 9 Metern eine Ziegelwand brauchen. Die sieht so aus, dass man hier nach 9 Metern Innendurchmesser da eine Ziegelwand braucht. Und dann wird dazwischen das gesamte Gebäude planiert, was wir da sozusagen zu viel gebaut haben. Ja, das heißt, das hier ist ja dann irgendwann Hof. Und da kann sich auch schon einer mit beschäftigen, abreißen. Tut ja auch schon mal gut, wenn man so den ganzen Tag nur am Arbeiten ist. Ist das immer schon mal schön, wenn man sich so ein bisschen entspannen kann beim Abreißen. Hier oben fehlt noch ein Stückchen Marmorfliese, da kommt schon keiner mehr hinterher mit. Die Außenbaustelle, Holz ist eine Baustelle, alles ist eine Baustelle, es ist herrlich. Gut, wir machen mal ganz kurz eben wieder die Werkstatt frei, damit wenigstens eine Arbeitsmoral hier halbwegs vorhanden bleibt. Ne, ansonsten sitzen die hier 50 Stunden rum und tun eigentlich den ganzen Tag gar nichts, wenn die Werkstatt überfüllt ist. Deswegen arbeiten wir ja schwer daran, dass die ein bisschen freier wird sozusagen von ihren eigenen Problemen und Sorgen. Das kann alles weg, das kann alles weg, das kann alles weg und das kann weg. Ich meine, klar bringt uns das natürlich auch Geld ein, aber wir haben noch ein bisschen Reserve, ohne dass wir uns jetzt hier Sorgen machen müssen. Wie gesagt, alles wird abgerissen und geöffnet. In diesen Raum kommt man dann rein, wenn hier oben die Gefängnistür geöffnet worden ist. Hier oben übrigens die Wand abreißen kann auch schon mal jemand machen, weil die ist danach auch unnötig. Dankeschön. So, einmal weg damit. Abreißen geht erstaunlicherweise ziemlich schnell. Und dann dürft ihr jetzt da genau die Gefängnistür einmal Türmodus entriegelt bekommen. Dann dürft ihr hier vorne die Gefängnistür Türmodus entriegelt bekommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir gucken mal ganz kurz hier unten, dass das auch alles richtig ist, was wir tun. Nein, die geht in die andere Richtung auf Gesundheit. Das heißt, die kann auch direkt jemand wieder abreißen. Da kann sich dann direkt schon mal jemand wieder drum kümmern, die einmal wieder zu demontieren. Ansonsten werde ich jetzt gleich hier vorne die Tür auch mal direkt wieder auf offen stellen und auf offen stellen. Und dann werden wir hier vorne die große Gefängnistür gedreht auch sofort wieder einbauen, ne? Sobald die weg ist. So, da kommt sie wieder hin. Kann eigentlich direkt da stehen bleiben, wo sie schon ist. Die muss nur irgendeiner wieder genau dahin setzen, wo sie vorher war. Eieieiei. Was eine Baustelle. Guck mal, die brauchen immer 100 Jahre für die Wegfindung, aber das geht noch, ne? So, Türmodus entriegelt. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Dankeschön. Es wird, meine Damen und Herren. Langsam, aber sicher. Wie gesagt, Türmodus, ja, ist noch 50 Jahre entfernt. Da ist die Gefängnistür. Genau, auch die muss natürlich ganz schnell schon mal eingebaut werden. Türmodus ist auch entriegelt, weil hier zwischen natürlich gleich der Hof ist. Hier wird eingebaut. Keramikfliesen haben wir auch in Auftrag gegeben, sind aber noch keine geliefert worden, nehme ich mal an. Da kommen wir noch nicht hinterher mit. Ja, das Drogenproblem müssen wir auch noch in den Griff kriegen. Es ist so viel zu tun. Herrlich. Also wirklich. Aber hier vorne die Heizung, die, doch, die gehört da auch hin, ne? Also ich habe jetzt hier auch nichts übersehen oder sowas. Alles wunderbar. Alles Wunderbärchen. Gut. Ja,
Ansonsten würde ich sagen, können wir uns eigentlich Gedanken darum machen, den inneren Teil des Hofes hier vorne schon mal zu kopieren. Und dann müssen wir uns nochmal gucken, dass wir hier unten auch die Fenster noch hinkriegen, die da jetzt noch fehlen. Aber das dürfte ja kein Thema sein, ne? Das ist jetzt nur mal gerade schon mal die Vorbereitung dafür. Kleine Fenster kommen da oben hin und da kommen zwei große Fenster rein, nämlich dort und dort. Nein, ich glaube da. Und ansonsten ist, glaube ich, jetzt überall auch Fenster drin, ne? Also da, wo sie zumindest hingehören. Sieht gut aus, alles wunderbar, selbst da, wo ich sie vorher nicht erwartet hätte. Ja, das ist alles schon mal im Bau, finde ich gut. Jetzt, wie gesagt, ist gerade Nacht, das heißt, wir machen uns jetzt mal gerade an die Nacht- und Nebel-Aktion und gucken mal, wie wir hier diesen Kurzschluss hingekriegt haben. Wir haben den einfach nur verlegt. Das ist ja schon mal positiv. Das heißt, wir ziehen erstmal schon mal ein Ersatzstromkabel, dann ziehen wir hier vorne das Abrisswerkzeug dem ganzen anderen Scheißdreck vor. Das heißt, wir nehmen den einfach raus und machen über Nacht hier einmal stromlos. Die Küche ist davon eh nicht betroffen. Das heißt, das geht jetzt nur mal eben das Licht aus. Und da ist es schon mal ganz praktisch, wenn man das mal eben jetzt nachts, wenn die alle am Schlafen sind, schon mal löst. Das Problem in der Zwischenzeit kann sich jemand um diese Probleme hier kümmern, weil die hasse ich wie die Pest. Und jemand ist gestorben. Leider Gottes jemand an Überdosis, so wie es scheint, ne? Hallo? Meine Damen und Herren, ich glaube, wir haben gerade einen Tunnel gefunden. Toiletteninspektion. Ich glaube, hier ist jemand im Tunnel gestorben. An einer Überdosis. Weil ich finde den gerade nicht. Es wäre ganz cool, wenn irgendeiner die Toilette durchsuchen würde. Weil ich finde den gerade nicht. Und das Spiel sagt mir, hier ist jemand tot, aber da liegt keiner im Bett. Ich weiß nicht mal, ob dieser Zelle irgendeiner zugewiesen ist. Cool. Also, hä? Okay, ich stelle da jetzt trotzdem einfach mal einen Hund hin. Ich weiß nicht, ob da wirklich... Oh, der braucht aber 2 Wochen, bis er da ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich damit zu tun hatte, aber es war sehr faszinierend und sah irgendwie nicht gut aus. So, wir schicken mal den Hund dahin. Der Hund ist zugange. Der Hund kommt. Und findet nichts. Gut. Ja. Das Spiel hat mich verwirrt. Also das wäre es jetzt noch gewesen, wenn wir da einen im Tunnel finden, weil der gerade in dem Moment einen Ausbruchsversuch geglückt. Du hast es aus dem Knast rausgeschafft. Zwar nirgendwo anders mehr hin, aber du bist aus dem Knast raus. Siehst positiv, Junge, ne? Genau. Herzlichen Glückwunsch. Halleluja. So, hier, die Tür kann auf offen. Die nervt. Gut. Ansonsten, wie sieht's aus? Es wird langsam aber sicher alles fertig. Hier oben, wie gesagt, so, Stromversorgung ist zurückgebaut. Das ist gut. Das heißt, wir bauen da die Stromversorgung jetzt wieder auf. Nein, das nicht, sondern damit. Stromversorgung steht. Gut. Hier vorne haben wir übrigens den Warmwasserboiler vergessen. Dankeschön. Da kann auch einer eingebaut werden und dann ist hier unten eigentlich aus meiner Sicht im Großen und Ganzen alles fertig. Wie gesagt, die Umrandung ist schon im Gange. Es ist eigentlich alles im Bau, was man sich so im Bau vorstellen kann. Hier kommen schon die ganzen Abflüsse werden schon eingebaut. Da kommt der andere Abfluss noch. Ist ganz herrlich. Also finde ich, ich finde es wunderbar. Da fehlt jetzt noch ein Stückchen Stein. Genau, da kommt jetzt auch schon der Nächste, der sich darum kümmert. Zack, zack, zack. Und dann wird hier vorne natürlich auch mal eben der Müll entsorgt. Und hier vorne gleich beim nächsten Metalldetektor das gleiche Spiel nochmal, wenn den dann irgendeiner gleich eingebaut hat. Hier vorne, das kann auch weg, das kann auch weg. Das Stromkabel, das kann einer wegmachen. Und dann haben wir eigentlich im Großen und Ganzen schon mal den Großteil dieser Baustelle hier abgeschlossen. Und das ist sehr, sehr viel wert, wie ich finde. Halleluja. Ja, haben wir da unten denn auch das Stromkabel da gelassen oder kam das weg? Nee, das kam weg, glaube ich, ne? Genau, das muss da oben also auch weg. Ansonsten kommt die Stromversorgung recht simpel zugange, wie ich gerade feststelle. Das heißt, wir müssten dich einmal demontieren und dann müssten wir hier vorne einmal gucken, wo die Stromversorgung hergeht. Ich würde die ja ganz gerne schon fertig haben, ne? Also die geht da quasi am dem Ding hier quasi entlang vorbei, ne? Also der hier ist separat, das heißt hier vorne geht jetzt hier geht die Stromversorgung her und die Stromversorgung, die geht hier hinten quasi dran. Ne? Das, so viel habe ich schon mal richtig verstanden, glaube ich. Ansonsten können wir mal gucken, was die Stromversorgung von der Küche noch sagt. Da können wir ja auch schon mal mit anfangen. Die wird einmal quasi umspannt, dann haben wir das Problem gelöst und die kriegt hier quasi eine Stromversorgung von oben runter. Das heißt, die Küche ist definitiv ausgeschlossen davon. Was mir sagt, dass ich nur bis hierhin bauen darf, was diesen Stromkreislauf angeht. Hier darf dann natürlich noch weitergehen, das geht hier vorne auch noch weiter und hier vorne geht es auch noch weiter. Ich weiß nicht, bis wie weit dieser hellgrüne Bereich zuständig ist. Der endet exakt auf der Grenze von dem anderen Generator und alles andere ist eigentlich easy peasy vorbereitet. Also das heißt, hier geht die Stromversorgung her und da geht sie hin und bis da geht die Stromversorgung. Ja,
Und der hier hat dann natürlich seine separate Stromversorgung, das heißt, der führt jetzt hier in die Richtung. Und ja, hier unten geht er natürlich auch nur bis in die Richtung. So. So müsste es eigentlich von der Stromversorgung her richtig sein. Genau. Und da oben treffen sich die beiden sogar schon wieder. Das heißt, hier treffen die sich und gehen hier vorne in separat über. Hier, das können wir ja ruhig schon mal fertig bauen. Dann haben wir das fertig und dann haben wir das weg. Ja, das ist auch die Stromversorgung, die hier über das Kabel drüber geht. Beziehungsweise zweimal sogar, warum auch immer. Und dann quasi die Kantine und die Küche mitmacht. Das heißt, wir können auch hier schon mal sagen, die Stromversorgung von der Küche, die sieht so aus. Das heißt, die geht hier vorne hoch, da geht die Stromversorgung runter, da geht sie her, da geht sie her und da geht sie her. Ja, also ich glaube so im Grundsatz. Ne, hier oben, klar, hier, Moment, ich sag mal, von der Küche aus sehen 20 Meter, dann, was das hier unten angeht, also bis dahin logischerweise, genau. Also hier, das kann nochmal so weg und wird bis dahin gezogen und dann geht das hier vorne in die Richtung weiter. Ja, das ist auf jeden Fall erstmal schon mal die Baustelle, die wir bis jetzt geschafft haben. Ich danke euch an dieser Stelle schon mal vielmals fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank fürs Einschalten in diese wunderschöne Folge. Und wir sehen uns dann, wenn ihr mögt, in der nächsten Folge, nächste Woche Montag wieder. Bis dahin natürlich einen wunderschönen Tag noch, einen wunderschönen neuen Monat. Und wir sehen uns dann, wenn ihr mögt, am Montag wieder sozusagen. Neuer Monat natürlich nächste Woche. Ist klar, ne? Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal und haut rein!